Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Violet Edition Randomized Together. Nutze locker. Ja, schon wieder Sound. Ja, wir sind bei der Nutzenlocke, Nutz locker. Schmalzlocke. Und kloppen gerade Team Plasma und Sharon ist immer noch am ersten. Wir haben schon unsere ganz fertig und. Er muss gegen den Gotttöter wahrscheinlich kämpfen. Ja. Jetzt kommt Tyrakrok! Ey, das Spiel wirkt mir eine rein! Egal. Ja, ich weiß, es ist dir scheißegal. Wenn's Igelava wäre, hättest du mich umgebracht. Los, Podden. Es überlebt mit einem fucking KP. Willst du mich trollen? Ich denke mal, ich möchte dich trollen, ja. Oh nein, hier kommt die bösartige Raserei. Wo in der ersten Generation eigentlich eine sehr OP-Attacke war. Ja. Du bist zwar drin gefangen gewesen, aber dein Angriff ist pro Runde gestiegen und das ist nicht. Wieso kommt. Antikefalo. Really? Törtchen, Doppelkick ist! Ich mag. Yay. Ich mag Trikefalo nicht. Das Ding kann Teams recken. Lecker Törtchen. Auch wenn es nicht mehr im Overuse ist, was es ja mal in der fünften Gen war. Weißt du, warum es rausgeflogen ist? Erwähne Mega Fee. Gardevoir und dem ganzen Feenscheiße und Vierfachschwäche und. Stimmt. Ernsthaft, kriegt die Para. Es kriegt die Parahex. Willst du mich verarschen? Stirb. Nee, das lebt noch. Der Kratzer sollte ausreichen. Aber wie Törtchen einfach sagt, scheiß auf Para. Ja. Das juckt mich nicht! Yay. Ich würde es aber heilen, bevor du zum nächsten Trainer gehst. Kann ich Also. nicht, jetzt kommt Sequenzscheiße. Ach so. Ach so, ich dachte, du müsstest die vom Sharon noch mitmachen, ey. Ja, klar. Ja, bisher, ich glaube, er hat nur einen platt gemacht, ne? Steht die ganze Zeit immer nur bei demselben Typen. Oder na natürlich, die anderen beiden haben überhaupt keine Pokémon dabei. Ja, die wandern zum warme Luft machen oder was? Ja, die waren nur zum Warmhalten von dem Typen da. Ich habe die meiste Arbeit gemacht und Sharon hat gechillt, okay? Na, er muss gegen den Gotttöter kämpfen, ey, das dauert halt seine Zeit. Ich glaube, ihr Pacapado hat seine ganze Pokémon gereckt. Ewiges Eis. So, jetzt das machen, was ihr Kinder nicht machen sollt. Leck und nicht mehr vorbeikommen. Jetzt mal die Frage, wer von euch hat das schon mal gebracht? Hand aufs Herz. Wer von euch hat das schon mal gebracht, im Winter bei einer Eisenstange oder ähnlichem da zu lecken und dann mit der Zunge festzufrieren? Ich bestimme die meisten, aber keiner traut sich, das zu sagen. Ja, also ich kann behaupten, ich habe sowas noch nicht gemacht und ich möchte es auch nicht machen. Ich hab's schon mal aus der Laune raus, aber wir hatten Glück, es war nicht kalt genug. Außerdem, Hey. weil die Eisenstange Knallereis. Von daher. Aber einer gab's bei uns auf dem Schulhof, der hat dann festgehangen. Dann haben sie mit heißen Tüchern ihn wieder losmachen müssen. Das war richtig lustig. Ei, ei, ei. Jeden Winter gibt es mindestens einen Idioten irgendwie im Umfeld, der das macht. Wäre ja sonst langweilig, wenn nicht. Ja. Aber die Menschheit geht sowieso vor die Hunde. Besonders wenn man dann sowas immer mitkriegt. Ich glaube, du bist ein bisschen verkehrt. Ja, möglich. Oh nein, 50 Millionen Jahre Rede. Ja, der Typ kann sich halt leider nicht kurz fassen. Oder generell da in der Gen kann man sich nicht kurz fassen. In der vierten
hat alles an sich saulang gedauert. Also es war alles relativ langsam. Und in der fünften, da bist du einfach mit irgendwelchen Textdingern zugespammt. Vor allem, das könnte man auch kurz und knackig sagen in einem Satz. Aber nee, man muss das ja so langatmig irgendwie ein bisschen... Guck dir mal die erste und zweite Generation an. Der Rivale hat 3 Zeilen gebraucht, um dir zu sagen, was er von dir hält. Und das war's. Ja, und das Beste dran ist, in 3 Zeilen hat er dich beleidigt, ne? Und gesagt, was er möchte. Genau. Und das mit sehr wenigen Worten. Aber die waren treffend und zugekommen. Naja. Ja, sie haben getroffen. Ich mag schwache Pokémon, die sind voll scheiße und du bist ebenfalls voll scheiße. Ich besiege dich jetzt. In der zweiten, da hat er uns ja auch innerhalb von 2-3 Sätzen fertig gemacht und dann, Naja, das war ja die zweite mit, du, schwache Pokémon sind scheiße, du bist scheiße und ich mach dich kaputt. Ja. In der ersten war es ja, hey Loser, na, wie viele Pokémon hast du gefangen? Ich fordere dich heraus. Und fertig. Oder so ähnlich. Ich habe ja nichts dagegen, wenn storytechnisch halt sowas gemacht wird, aber wenn sie 2 Milliarden Jahre brauchen, um auf den Punkt zu kommen, das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Und bist du dir sicher, dass du mit Pudding bei einem Käfer drin bleiben möchtest? WhatsApp kann auf dem Level außer Blut saugen nichts. Tschüss, kleiner Käfer. Was hat er im letzten Part noch, ne? Ich bin kein Brie mehr. Ich werde jetzt instant gereckt. Ja, du kannst ja noch verlieren. Ne? Dann ist die Challenge halt vorbei. Na klar. Naja, ist die Sache. Guckt der Brie sich hier das überhaupt an? Gelegentlich guckt er mal rein, ja. Deswegen, Brie, es tut mir leid, aber es müssen Opfer gebracht werden. Ja, naja, eigentlich müsstest du dich jetzt opfern. Nein, geht nicht. Ich kann den Zuschauern das nicht antun. Oh, es fährt hoch. Stark. Das Ding fährt gerade hoch. Jetzt nochmal Mega Evolution. Klingensturm. Ist er blöd? Ich würde mal sagen, ja. Okay, das ist ein doofes Absol, was gestorben ist. Besonders der Trainer war doof von dem Absol und deswegen zählt es nicht. Das war kein Absol, das war Manuel Neuer. Ich dachte, es war eine koffeinhaltige Brause. Nee, es war Manuel Neuer. Irgendwie war das gerade voll falsch, meiner Meinung nach. Das Manuel Neuer oder dein Rückfahrer? Ich mag diese Arena nicht. Ich mag Arenen nicht, wo man hoch und runter fahren muss. Oder Dingsen und Bianca und... Aber Bianca musst du ja nicht rumfahren. Nein, aber da musst du durch ein Pipi-Labyrinth und dann musst du dich gegen dieses fucking Miltank stellen. Was für Kleinleveler die Todeshölle bedeutet und so viele Nasslocks und Wetlocks und Ecklocks vernichtet hat. Naja, das Schöne dran ist, in Soul Silver und Heart Gold ist es ja noch schlimmer, weil du dann nicht mal mehr mit dem Geist-Pokémon ihr was anhaben kannst. Nein, weil das Ding ja unbedingt drauf Lust haben muss. Ja. Ja, aber gut, ich meine, ich habe es immer mit Tyrakrok geklatscht, aber dieses Miltank, es zerstört deine Träume. Wenn da nicht mindestens 2 Pokémon draufgehen, ne, da stimmt irgendwie was nicht. Oder da kommt der große Knall irgendwann später. Keine Ahnung, aber jetzt kommt der Emo von Pokémon. Hä? Der Emo von Pokémon. Ach so. Yay. Muss ich sagen, habe ich einmal ein Playthrough gehabt, nie wieder. Hör doch auf, das arme Emolga so zu dissen. Ja, es ist vielleicht ein guter Suicide-Lied, aber mehr auch nicht. Ist halt auch seine Berechtigung. Es ist ein scheiß Pikachu-Klon.
Um ehrlich zu sein. Verzeihung, ist so spät abends. Um ehrlich zu sein, finde ich jetzt von den ganzen Klonen sieht ihr Molga Pikachu nicht am ähnlichsten. Nein, aber die Denne. Die Denne sieht Raichu am ähnlichsten. Also, das ist richtiger Dingsklon mal wieder. Ja, es ist halt Elektromaus, Naga, Dings. So, du weißt schon. Beep, Hier war beep, ja beep, ein wildes Surfkid, greift an, genau. beep. Oh, Surfskit! Oh Gott. Wild ist es ja nicht, das ist ein feindliches Er ist zum Feind übergelaufen. Nose! Surfkid. Beim Bazi war das, glaube ich, Present. Ja. Present ist zum Feind übergelaufen. Wieso machen wir jetzt eigentlich so viele Referenzen zu anderen Pokémon? Ich bin so schrecklich. Ich sollte Referenzen zu mir machen. Was für Referenzen? Ich habe ja noch nicht mal Referenzen. Welche war das jetzt nochmal? Ich nehme mal den da. Nee, das war ja nicht richtig. Na, bei mir rauscht sich Skype gerade einen ab. Ach, Skype rauscht sich immer ein ab. Ich meine, wie viele Leute würden ein TS mit Bildschirmübertragung feiern? Alle? Oh, jetzt kommt noch fucking Traumato und ich habe keine Angriffsattacke für das Ding mit Wackelpie. Mit Pudding, ey. Es hat Angst Pudding. vor meinem. Du hast Angst vor einem harten. Harten! Zytomega, sein Psyschock. Was ist los mit dir, Traumato? Naja, Pudding ist halt furchteinflößend, weil es Pudding ist. Es hat Meditation. Pudding ist halt OP. Es hat Meditation. Pudding landet bald im Uber. Wird von Darkrai outclassed. Stollen wieder verwirrt. Als wäre das was Neues. Ist so hart, ist aber so, leider. Jetzt will mich das auch noch verwirrungsflinchen. Ah, ja, hier. Getreckt, du doofes Ding. Vorstufe des Pedos. Entschuldigt mir leid, aber Hypnose und Wäre Pedo. es da nicht ein bisschen besser, auf Mochi zu wechseln? Mochi ist aber schon Level 32. Ja, ich weiß, aber Mochi würde, glaube ich, Geistattacken resistieren, wegen Normaltyp. Nachtnebel. Das macht immer 27, ne? Wegen dem Level. Dann wäre es aber 31. 27 ist ein bisschen eicht drunter. Was? Das ist Follow war doch 27. Jetzt kommt ein Törtchen. Naja, dann macht halt Stollen wieder den Arenaleiter, so wie wir es kennen. Stollen reckt's im All, habe ich gehört. Jo. Dreckige Miezekatze. Get dying! Ja, Cleopatra ist eine dreckige Miezekatze. Es hält zwar nicht so viel aus, es nervt aber ohne Ende. Die scheiß dreckige Prankster-Miezekatze. Zusammen mit der fetten Miezekatze ist das ein ekliges Duo. Die fette Miezekatze, ey. Die ist so fett und trotzdem hat die so eine verfickte Init, ey. Ja, die rollt! Meinst du, wenn sie einmal zu rollen anfängt, dann ist sie unstoppbar? Ist so Oder wie? ungefähr. So, ich will jetzt erstmal nach oben, because of, ich muss mal heilen. Ich muss jetzt sagen, Schwarz-Weiß-2 gefällt mir die Arena mit dem Schienensystem auch nicht. Ne. So, wir kommen rein, dann hat der Pokémon irgendwas mit Level 40 und ich so, supi. Ah, vielleicht hast alle ja Babyzeug. Los, Taubsi, wir wissen ja alle, Taubsi ist das stärkste Pokémon. Oh ja. Good old times, good old times. Oh Gott, als ich dachte, ey, was hat er jetzt für ein bösartiges
Taubsi. Ja. Ja, also. Ja, taub sie vor Uber. Er Taubsi reckt sie alle. Ja, beim Tim hat sie ja Maschok geweckt. Der macht schon wieder Vergleiche zu anderen Pogetubern. Es ist gerade so frisch, weil das heute auch noch gewesen ist. Eigentlich ein Tim dürfte ich gar nicht referenzieren. Er hat dich disrespected. Er hat mich sowas von disrespected, ey. Er hat sie nicht beachtet. Nee, die Sache ist die, er fragt nach Mädchen, ne? Ich bin wahrscheinlich das einzige Mädchen gewesen, was überhaupt noch da gewesen ist. Ich hab mich gemeldet, ne? Und was nimmt dann Kerl? Disrespect. Learn. Live damit. Hey, ich werde kein Pokémon, weil ich ja den Namen eines Pokémons habe, weswegen ich kein Pokémon werden darf, weil es sich ja komisch anhören würde, wenn zum Beispiel ein Pfiffchen ein Pika heißt. Ja, dann kann er deinen richtigen Namen benutzen. Nein, danke. Der ist zu lang und würde nicht hinpassen. Kann er dir ja Anni sagen. Yay. Sag mal, bin ich gerade bescheuert? Es ist Taron. Taron ist zum Feind übergelaufen. Ich habe das geflissentlich ignorierte. Oh Gott sei Dank bin ich nicht gewechselt. Viel Schaden hätte es auf Stollen trotzdem nicht gemacht. Der Schaden wird verdoppelt. Und das Ding hat einen Kraftstoß drin. Hey. Friss Antikraut, Boost, please. Kriegst keinen Boost. Nein, aber wenn ich ein Pokémon fange, dann bestimmt. Mit Crit. Apropos Pokémon fangen. Kannst du dir das nächste Mal Pokémon fangen? Das ist so ein bisschen her, seit wir es letztes Mal aufgenommen haben. Auf der Route, wenn wir dann zur nächsten Stadt wollen. Hast du da noch nichts gefangen? Nein. Sicher? Ganz sicher, hier jetzt hinter hast du nichts gefangen. Nein, nur unten beim Eis halt. Okay. Stollen bekommst Level up. Yay. Stollen OP vor Arena. Bitte nerf. Nix better nerf. Bitte buff, genau. Better buff. Naja, da gehen wir mal runter. Auf geht's! Ja. Yay. Ich muss sagen, oben das finde ich nicht ganz so schön, aber die Kristalle, die finde ich eigentlich sehr hübsch. Stell dir das mal in 3D vor. Irgendwann kommt es noch mal an 3D. Außerdem sind das Grüne und deswegen mag ich das. Ich finde es auch nicht schlecht, auch wenn ich jetzt nicht die Größe. Das Internet fährt wieder fucking ab. Ey, Skype, du blödes Tricksprogramm. Irokeks. Ja. Ich hab Törtchen vorne. Ist doch gut. Nein, das Ding hat Bedroher oder auch nicht. Das macht keinen Schaden. Das macht Nicht zu nur viel das Schaden. Problem hat. Warte mal. Okay, jetzt soll das wieder gehen. Tschüss, Törtchen. Hier! Go, Nugget! Mach uns hier keine Angst. Verdammt noch mal. Es hat fucking Gegenstoß. Aua. Nö, Oder Flügel. Flügelschlag. Beides gleich stärker. Das einzig Witzige daran, Leute, ihr solltet euch wissen, dass Flügelschlag halt mehr AP hat wie Aeroas, aber Aeroas auch immer trifft.
Ja, das muss man gegeneinander abwiegen, obwohl Flügelschlag hat ja auch eine Treffer-Dings von 100. Und ja. Ja, aber es trifft auch, wenn deine Accuracy im Arsch ist. Bums. Parenta, 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 parenta. Lecker braten. Ist es ein Swords denn, Porenta? Aber wirklich was Gutes hatte Arena leider nicht. Volltrefferboost! First Turn Volltrefferboost von Stollen. Get back. Na, wenigstens war es kein wildes Pokémon. Weißt du, ich würde jetzt lachen, wenn wir das Tauboga ausbieten. Nee. Da reicht ein Dings nicht aus. Stollen ist leider ein bisschen zu gewichtig, um so schnell zu sein. Jetzt noch mal den Boost. Aber du weißt doch, Stollen chillt sein Life. Na, warum schnell, wenn es auch langsam geht? Genau. Stirb. Wie es nicht reicht. Und wir haben einen Angriffsboost, Kinder. Da sieht man mal wieder, Dings ist einfach Verteidigung und Ramaidon ist Angriff. Ernsthaft, Junge, komm auf dein Leben klar. Lass die scheiß Dränge stecken, du verlierst sowieso. Ich hole jetzt auch meinen Trank. Ich darf jetzt auch was trinken. Oh Mann, ey. Er kommt rein. Yay. Vogelpower. Birdie Creature gegen Birdie Creature. Doch wir haben die bessere Birdie Creature. Yay. Daunenreigen. Really? Der senkt meinen Angriff um 2. So, Kinder, hört es sich an, wenn Naro genervt ist. Und wir kritten einfach. Einfach Bin nur noch. halt genervt. Alter, wir haben gerade so voll gekrittet, so nach dem Motto: Du senkst meinen Angriff, fick dich! Ja. Aber ganz ehrlich, Turner, ich bin enttäuscht. Tja. Wenn er normalerweise mit seinen normalen Pokémon, ist er ja eigentlich, wenn man Wasser-Pokémon hat, auch nicht die große Herausforderung. Naja, sein Krokodil-Ding da, oder? Wie heißt die Zwitschstufe nochmal? Rockheimer. Rockheimer ist schon nicht ohne. Also, ich mit meinem Wasser-Pokémon, was ich dann immer habe, ich bin da einfach durchgerusht. Ja, aber sein Rockheimer kann schon ein bisschen nerven. So, Kinders, jetzt gehen wir aus der stinkenden Höhle raus. Yay. Ich habe einen neuen Orden. Ich bin so voll cool. Nein, bin ich nicht. Nee, kannst ja noch Pokémon fangen. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, weil wir jetzt Törtchen vorn haben und wir einen Giftstachel einsetzen, das Törtchen wieder anfängt zu vergiften. Na. Aber wir müssen jetzt für den Counter Folgendes festhalten. Wir haben einmal ein anderes verwirrtes Pokémon als Stollen. Stollen ist jetzt, glaube ich, schon zum 9. Mal verwirrt gewesen. Und wir haben einen Ah. Crit Boost. Also Stollen kriegt eigentlich den Boost nur, wenn er crittet. Das war ja, glaube ich, das zweite Mal, ne? Ja, das eine Mal aber beim Pokémon fangen, das ist sehr unpraktisch. Ihr Pokémon fangen. So, was gibt's? Erstmal eine Belle, die mich nervt, die wahrscheinlich wieder Pokémon-Kampf will. Ach Gott. Was hatte die noch mal als Starter? Keine Glaudon. Ahnung. Chimera? Shenzi! Jetzt hat sie dem auch noch ein Evolit gegeben. Ich sehe es kommen. Und physisch defensiv, weil es kühn ist. Oh Mann. Dass ich jemals bei einem Chanera so schnell die KP sinken sehen würde. Törtchen OP, Better Nerf? Nicht! Danke.
Ja. Ein Mammutell. Alter, die Bell fällt aber gerade richtig auf hier. Dann als nächstes kommt irgendein Leggy. Einfach weil sie es kann. Ja, einfach weil sie kein Leben hat. Schlammbomber. Wieso soll ich mir die Mühe machen, Pokémon zu züchten, wenn ich so einfach irgendein Legendäres benutzen kann, das selbst mit beschissenen Werten den anderen Überlegen ist, Gegnern. ja. Ja. Ja, ist doch so. Jetzt, ey, wir kriegen Volltreffer und jetzt holt sie den Trank. Du musstest das jetzt wieder mal beschreien, ne? Du musstest das jetzt wieder mal beschreien. Wie immer, immer. Dasselbe war, wo war, bei mir, ich glaube, die Paralyse. Ne? Ich bin jetzt paralysiert. Und was war so? Sie war paralysiert. Und ich dann so, wieso bittest du auch noch drum? Und Jan-Katrin so, ich keine Ahnung. Oh. Die haben kein Leben, ey, die kommen nicht drauf klar. Ja. Schmeiß ihm halt Blasen ins Gesicht, auch gut. Bubbles. Könntest du jetzt endlich mal weggehen? Du raubst Sendezeit für andere Pokémon. Ich verwirrt. Noch ein anderes Pokémon verwirrt. Also, stopp. Okay, es ist Gegner, alles zählt da nicht so wirklich, aber. Aua. Dieses Stalling, ey. Bell, du bist so eklig. Ey, die hat einen Scharnierer, einen Stall-Mammutl. Was, ey, was kommt als nächstes? Pixie? Nee, jetzt kommt irgendeine Legende. Wahrscheinlich Suicune. Ja, mit Gedankengut und Schlafrede und so ein Scheiß. Genau. Schön competitive. Starmie. Oh, das Dami ist auch eklig. Und ich habe kein Pokémon-Switch-In dafür. Nimm noch Nugget. Wenn das Ding Donnerblitz hat und Nugget stirbt, bist du schuld. Ich denke mal, sie hat ihm keinen Dönerblitz beigebracht. Wenn Weil es ein Eisbeam alleine. kann? Hä? Wenn es Eisbeam kann? Nein. Das sind alles Attacken, die du ihm beibringen musst. Mit TM und so. Es kann den Sternenschauer. Was lustig ist, weil es ein Stern ist. Ihr versteht? Schmeißt sich selber seinem Gegner entgegen. Nee. Nein, ganz ehrlich, nein. Ey, die ist so eklig. Die. Was zur Hölle, Ey, ey? was ist das nächste Pokémon, das verwirrt ist, das nicht Stollen ist? Stimmt. Stollen hat gesagt, ich möchte jetzt nicht immer der Einzige sein. Komm schon, Nugget. Nugget, why? Das ist zu viel für ein Nugget. Kommt drauf nicht klar, oder was? Ja. Ey, Nugget, reiß dich zusammen. Sei schön knusprig. Ach, I, war das. gibt's! Ach, stimmt, das war ja ihr Starter-Pokémon. Stabi? Ja. Also. I, gibt's! Kannst dich auch in den roten Bereich mal bringen lassen oder Notsituation benutzen. Vorausgesetzt, Nugget ist jetzt nicht nochmal verwirrt und bringt sich um. Yay! Reich, reich, reich. Danke. Crit. Crit. Yay! Really? Really? Really and really, ja. Pudding Glush. Pudding Power. Ich habe keinen Gedankengut, sonst könnte ich das one-shotten. Ja, leider nicht. Ach, Willy. Auch ein schönes Pokémon. Auch wenn ich zugeben muss, bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass da in dem schwarzen Dings da das Gelbe, dass das die Augen sind und nicht da oben
Das Aufgemalte, ja. Ja. Ja, da bist du nicht der Einzige, da bist du nicht der Einzige. Aber ey, die ist doch nur am Konfuzstollen. Dies geht's. Mann, Bell. Das gibt jetzt eine Jan-Schelle. Es gibt eine Bellschelle, bitte. Bellschelle. Jetzt kommst du auch noch mit Säure. Jetzt sollst du auch noch mit Säure die Spezialverteidigung runter. Oh. Das ist aber peinlich. Ist doch furchtbar mit dem Mädchen. Außerdem, wegen ihr, da können wir kein Pokémon dann. Wir fangen noch eins. Wir lassen uns von hier nicht aufhalten. Ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Yay, Nugget kann dann fliegen. Sieht dann sicherlich sehr lustig aus, wie wir auf einem knusprigen Nugget fliegen. Das fliegt in mein Maul, weißt du? In mein Mundwerk. Go, Pokémon. Moment. Stollen, dich benutze ich nicht wieder zum Fangen. Du machst wieder Crit-Boost. Ja. Ah, schön. So, letzter Akt des Parts. Fangen wir uns noch ein Teammitglied. Oder viel besser für Notfall. Oder haben wir schon mal. Nein, hier habe ich noch kein Pokémon gefangen. Oh, goddammit! Überall drauf. Wie nennt man das denn jetzt am Für das besten? Ding verschwende ich doch keinen Hyperball. Naja, nee, ich meine jetzt wegen Namen. Wie wollen wir es nennen? Eine blaue Süßigkeit. Irgendwas Gummiartiges. Haben wir irgendwas schon Jelly genannt? Nicht, dass ich wüsste. Dann nennst Jelly. Dann buchstabieren Sie mal. Sie wissen doch, ich bin in Deutsch so schlecht gewesen. Es ist J Ja. L L Y. J-E-E-Doppel-L und Y. Es ist ein Jellybean. Nee, ist nur ein Jelly. Du kannst ja noch, dich noch. Nee. Die Zeit ist jetzt leider um, würde ich sagen. Ja. Ja, Leute, das war's. Mit Jelly beenden wir diese geleehaftige Folge oder so ähnlich und mit dem komischen Hoch- und Runtergefahren und Crit Boost und Belle, die mich einfach nur abstallen wollte, weil sie einfach kein Leben hat. Sie ist so eklig. Sie hat kein Leben, ey. Ah. Von daher, wir sehen uns im nächsten Part wieder und ihr wisst ja, Kommentaren, Daumen geben, in welche Richtung auch immer, wie euch gefallen hat und ja. Nein, positiv bewerten, nette Kommentare schreiben, abonnieren. So. Favorisieren, irgendwas, ihr wisst schon. Liken. Twitter, ach egal, wir sind jetzt raus. Also, tschu. Tschüss.